Im Slot wartet Daniel Steiner. Dann ist es Ügener. Toller Abschluss und Scheibe drin. Daniel Steiner bringt den EHC Biel in doppelter Überzahl in der fünften Spielminute mit 1:0 in Führung. Hat sich nun auch in der höchsten Schweizer Spielklasse durchsetzen können. Möglichkeit für Schmutz. 2:0. Und da trifft Julian Schmutz mit einer B-Lizenz vom EHC FIS zum EHC Biel gestoßen zum 2:0. Dann neuerlich die Langnauer über Kevin Ekfey, die Domenico Herrliche spielt. Kevin Clark bringt die Scheibe in den Slot und Tobias Bucher verkürzt für die SCL Tigers zum 1:2, 17. Spielminute. Und Tobias Bucher ihm hatte dann allerdings eine sehr starke Phase, als Langnau zu Beginn des Januars in 7 Partien 6-mal gewann. Und dann ein Big Save zuerst und dann ist die Scheibe trotzdem drin. Und es ist Joel Fröhlicher, der dann gleich noch unter die Räder kommt. Joel Fröhlicher spediert die Scheibe über die Linie. Der EHC Biel geht mit 3:1 in Führung. Biel andere, die fürs Tore schießen zuständig sind. Und dann ist die Großchance für Christy Domenico. Und bezeichnenderweise haut er diese Scheibe neben das Tor. Da hatte er fast zu viel Zeit. Und dann ist die Scheibe drin. Wille Keustinen verkürzt noch einmal. 54. Spielminute, Anschlusstreffer für die SCL Tigers. Es ist Verteidiger Wille Keustinen. Den Bielern gelingt es allerdings, die Scheibe aus der Gefahrenzone zu bringen. Und dann ist es geschafft. Der EHC Biel gewinnt das letzte Spiel vor dem ultimativen Playout-Final gegen die SCL Tigers mit 3:2. Der Sieg ist sicherlich nicht ganz unverdient.